Hallo meine lieben Studierenden. Im Bereich Organisationsentwicklung. Heute möchte ich ein wenig über die Verantwortung von Führungskräften in Veränderungsprozessen sprechen. Wir haben schon gesagt, ich habe es öfter schon betont, dass die Verantwortung für Organisationsentwicklung bei den Führungskräften liegt. Und zwar jeweils für ihren Bereich. Und wenn ich heute Führungskraft bin in einer Abteilung und habe einen Bereichsleiter über mir oder einen Gesamtvorstand eines Unternehmens, dem ich nachgeordnet bin, dann muss ich meine Überlegungen zur Veränderung meines Organisationsteils mit dieser Führungskraft akkordieren. Und der nimmt seine Verantwortung insofern wahr, als er mich dabei unterstützt, als er meine Ziele unterstützt oder auch feststellt, dass meine Vorstellungen von notwendigen Veränderungen nicht seinen Vorstellungen entsprechen und daher meine Ambitionen bremst oder in eine andere Richtung lenkt. Also Führungskräfte sind verantwortlich generell für Organisationsveränderungen und diese Verantwortung kann auch nicht an einen externen Berater zur Gänze delegiert werden. Externe Berater können mithelfen, können bestimmte Prozesse gestalten, können beraten, können Prozess-Know-how einbringen, können das Design und die Architektur von Veränderungsprozessen jetzt beratend begleiten, weil sie einfach Prozess-Know-how haben, in der Regel mehr Prozess-Know-how haben als Führungskräfte, die üblicherweise doch damit beschäftigt sind, die Strukturen in einer Organisation konstant und aufrechtzuerhalten und im Veränderungsmanagement üblicherweise nicht in dem Ausmaß Kenntnisse, Erfahrung oder Übung haben. Also grundsätzliche Verantwortung bei Führungskräften. Was sind jetzt die Herausforderungen für Führungskräfte, wenn es um Veränderung geht? Die wichtigste Voraussetzung ist, dass wir als Führungskräfte lange vor notwendigen Veränderungen schon ein Klima der Flexibilität und der Veränderungsbereitschaft schaffen. Da geht es darum, dass wir Vorschläge von Mitarbeitenden grundsätzlich positiv gegenüberstehen, dass wir bereit sind, zuzulassen, dass Dinge ausprobiert werden, dass wir bereit sind, auch sozusagen Fehler und Misserfolge in Kauf zu nehmen, wenn wir etwas ausprobieren, von dem wir nicht sicher sein können, ob es wirklich in der erwarteten Form funktioniert. Also wenn wir aufgeschlossen für Neuerungen sind und diese unsere aufgeschlossene Haltung auch in der Organisation bekannt ist und nachvollzogen werden kann, dann ist das schon eine wesentliche Grundlage. Und wenn das nicht nur die Haltung ist, sondern wenn wir das auch in unserem Verhalten, in unseren Entscheidungen als Führungskraft immer wieder unter Beweis gestellt haben, dass kreative Leute in der Organisation einen Platz haben und dass sie auch Möglichkeiten bekommen, ihr kreatives Potenzial zu entfalten und dort etwas auszuprobieren und neue Dinge irgendwie in die Organisation bringen, die auch für die Führungskräfte einen gewissen Stellenwert haben. Das wäre schon eine wichtige Voraussetzung. Wichtig ist auch, dass Führungskräfte, ich sage das jetzt ungern, weil das missverstanden werden kann, nicht zu engagiert sind. Also sehr junge und sehr engagierte Führungskräfte machen oft den Fehler, dass sie jetzt neu in eine Organisation kommen und glauben, weil sie jetzt bei einem Auswahlverfahren ausgewählt wurden, dass man von ihnen jetzt erwartet, dass sie in kürzester Zeit
in der Organisation neuen Wind hineinbringen und alles neu machen, alles verbessern und so weiter. Dieses Engagement und diese Ambitionen sind sehr nachvollziehbar und viele Führungskräfte verspüren das. Und ich habe ja lange Zeit, über mehr als 30 Jahre als Führungskraft auch Führungskräfte zu führen gehabt und habe den Neueinstieg von Führungskräften sicher in 20 bis 30 Fällen begleitet, und habe gelernt, dass das Wichtigste ist, neue Führungskräfte zu bremsen, in dem Sinn, dass sie nicht das Gefühl haben sollen, man erwartet von ihnen, alles sofort zu verändern. Ich habe den meisten Führungskräften sagen müssen, weil ich habe natürlich engagierte Leute ausgesucht, aber den meisten habe ich sagen müssen, bitte lasst euch Zeit, bitte beginnt nichts Neues. Im ersten Halbjahr will ich, dass ihr nur eure Leute kennenlernt, dass ihr nachfragt, wie die ihre Arbeit machen, dass ihr keine Ideen entwickelt, was man besser machen könnte, sondern nur einfach beobachten und schauen, was läuft, mit vielen Menschen reden, sich positiv über die Leistungen der Mitarbeitenden äußern, Anerkennung geben den Mitarbeitenden für das, was sie tun. Das ist die wichtigste Grundlage. Das ist wieder eine kleine Paradoxie. Die wichtigste Grundlage, dass man etwas verändert, ist die Wertschätzung des Bestehenden. Und viele junge und engagierte und vor allem unerfahrene Führungskräfte machen oft den Fehler, dass sie glauben, sie müssen alles ändern. Und wenn dann gesagt wird, ja, warum, das machen wir jetzt schon erfolgreich die letzten, weiß ich nicht, 10 oder 15 Jahre, dann lässt man sich verleiten, dass man das Bestehende kritisiert, um Argumente zu haben, warum es geändert werden soll. Und die Kritik des Bestehenden ist die schlechteste Basis, um etwas verändern zu können, weil natürlich Menschen, die etwas tun, das Gefühl haben, sie machen das, weil es vernünftig und sinnvoll ist. Niemand macht etwas im Bewusstsein, dass es viel besser ginge oder dass das eigentlich veraltet oder nicht mehr zeitgemäß oder umständlich oder wie auch immer ist. Die Menschen tun ihre Arbeit im Gefühl, dass sie das bestmöglich machen. Und das müssen wir anerkennen. Und wenn wir uns dazu hinreißen lassen, unsere Veränderungsambitionen darauf aufbauen zu wollen, dass wir kritisieren, was die Leute tun, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie sich an diesen bisherigen Praktiken noch mehr festklammern. Also, Grundlage, um etwas verändern zu können, ist die Bereitschaft, das Bestehende entsprechend wertzuschätzen und positiv darüber zu sprechen und positiv zu konnotieren. Das ist natürlich, viele Führungskräfte denken sich, wie soll ich denn dann etwas Neues in die Welt bringen, wenn ich das Alte so gut finde? Ja, das geht nicht anders. Es ist in gewisser Weise eine Paradoxie, aber wenn wir das machen, wenn wir das Bestehende wertschätzen, dann haben wir die beste Grundlage, es zu verändern. Und der zweite Fehler, den engagierte, kreative, neue Führungskräfte machen, ist, dass sie sich die Dinge anschauen, dass sie, wenn sie klug sind, und man stellt ja nur oder versucht ja kluge Leute einzustellen, dann denken sie drüber nach und dann fallen ihnen jede Menge Möglichkeiten ein, wie man die Dinge besser machen kann. Und sie haben schon ganz genaue Ideen, wie man das macht. Und dann gehen sie her und erzählen den Mitarbeitenden, das, was ihr macht, das können wir alles vergessen. Wir machen es in Zukunft so und so und das hat die und jene Vorteile. Und dann wundern sich diese engagierten Führungskräfte, dass es nicht gelingt, die Mitarbeitenden zu überzeugen, dass niemand Hurra schreit und dass es ganz, ganz schwierig wird, diese neuen Vorschläge tatsächlich ins Leben zu bringen, weil niemand bereit ist, an der Umsetzung mitzuwirken. So viel jetzt zu jungen Führungskräften und meine Erfahrungen damit. Ich war selber
vor vielen, vielen Jahren auch eine junge Führungskraft, habe genauso gehandelt und bin erst im Nachhinein drauf gekommen, dass das ein großer Fehler ist, wenn man glaubt, es geht nur darum, dass man selber gute Ideen hat. Ganz im Gegenteil, es geht darum, dass man das Bestehende achtet, dass man Bestehendes wertschätzt, dass man wertschätzend mit den Mitarbeitenden umgeht und dass man die Aufmerksamkeit von Mitarbeitenden mit Fragen lenkt. Ja, es geht darum, nicht ihnen zu sagen, wie sie es besser machen können, sondern man muss es ungefähr so angehen, dass man sagt, ihr macht's das wirklich super toll. Aber super toll ist auf Dauer nichts, weil die Konkurrenz schläft auch nicht, der Markt entwickelt sich weiter, die Kundenbedürfnisse entwickeln sich weiter und wir müssen uns deshalb auch weiterentwickeln, damit wir weiterhin gut oder sogar exzellent bleiben, müssen wir uns permanent an geänderte Anforderungen anpassen. Und wenn wir uns jetzt die Bedürfnisse unserer Kunden und oder die Ziele unserer Organisation anschauen, dann frage ich als Führungskraft euch als Mitarbeitende, was fällt euch denn ein, wo wir uns weiterentwickeln sollten? Welche Ziele wären denn vernünftig, dass wir uns vornehmen sollten? Wo sind denn die aktuell Probleme, die wir haben und die vielleicht mehr werden, wenn wir nicht gegensteuern? Diese Fragen können am Anfang von Veränderungsprozessen stehen. Und mit solchen Fragen steuern wir die Aufmerksamkeit. Wir steuern die Selbstbeobachtung der Organisation. Also wir fokussieren die aktuellen Abläufe, wir fokussieren die Umwelt der Organisation zum Beispiel, indem wir fragen, wie sind denn die Kundenbedürfnisse? Sind die mit unserem Produkt einverstanden? Welche Features zu diesem Produkt könnten wir noch entwickeln, die Konkurrenz noch nicht hat und die unsere Kunden positiv aufnehmen würden. Es kommt natürlich auch immer auf die Branche an, aber Sie können davon ausgehen, dass Mitarbeitende, die länger in einer Organisation sind als eine neue junge Führungskraft, dass die viel mehr Ahnung haben davon, wie die derzeitige Dienstleistung oder das derzeitige Produkt am Markt und von den Kunden angenommen wird. Und die meisten Mitarbeitenden haben auch ein Interesse, sozusagen diese Leistung so auf so hohem Niveau wie möglich zu erbringen, weil sie auch stolz sind auf ihre Leistungen und auch weiterhin stolz sein wollen. Und wenn wir hier sozusagen ihren Ehrgeiz anstacheln und sie und ihr Engagement durch bestimmte Fragen durch bestimmte Fragen in den Fokus bringen und unterstützen, dann können wir davon ausgehen, dass die Mitarbeitenden sich gemeinsam anstrengen. Und da beginnt dann Organisationsentwicklung und da ist es gut, einen externen Organisationsentwicklungsberater, einen Unternehmensberater beizuziehen, der diesbezüglich Erfahrung hat, weil dann geht es dann darum, eine entsprechende Architektur für das Gesamtprojekt zu entwickeln. Es geht um die Frage, wer muss denn beteiligt sein an der Erarbeitung von Lösungen? Wer ist notwendig, dass die Lösungen dann umgesetzt werden? Also wir müssen immer die Umsetzung und die Umsetzbarkeit mit bedenken und das optimalste Ergebnis ist sinnlos, wenn wir schon von vornherein wissen, dass die Umsetzung nicht gewährleistet kann, weil die Ressourcen fehlen oder weil die entsprechenden Mitarbeiter nicht im Boot sind oder was auch immer. Also wir müssen immer auch das mitdenken und wir müssen eher sozusagen zweit- oder drittbeste Lösungen akzeptieren, wenn wir in Bezug auf die Umsetzung das Gefühl haben, dass die Umsetzung dieser Aspekte dann leichter wird. Also wir müssen immer auch Abstriche machen, weil wir in einem Verhandlungssystem mit unserer Organisation stehen und
weil wir eine gemeinsame Lösung organisieren müssen. Und wenn die Berater jetzt sozusagen ins Spiel kommen, dann werden sich sie eine Führungskraft dahingehend beraten, dass jetzt Kommunikationssettings geplant werden müssen. Das ist dann sozusagen so eine Architektur, wo wir einen Ablauf haben. Das beginnt meistens mit einer Vorinformation, die abgestuft erst die Führungskräfte, dann den Betriebsrat und am Schluss alle Mitarbeitenden nach Hierarchie von oben nach unten informiert werden. Das ist einmal eine Vorinformation und dann gibt es ein Kick-off-Meeting, wo sozusagen die offizielle Information an alle kommt mit Details und so weiter. Und da gibt's dann eine Projektgruppe, eine Steuerungsgruppe und verschiedene Arbeitsgruppen, die zusammengesetzt werden sollen, möglichst heterogen. Das heißt, viele unterschiedliche Organisationseinheiten müssen da repräsentiert sein. Also nicht, dass die beieinander sitzen, die sowieso sich immer in ihren Meetings sehen, sondern wenn wir eine hierarchische Linienorganisation haben, dann müssen wir schauen, dass wir quergezogene Kommunikationssettings designen, bei denen die Chance besteht, dass sich Leute mit ganz unterschiedlichen Denk- und Handlungsmustern hier begegnen und durch den Austausch unterschiedlicher Sichtweisen auf möglichst viele unterschiedliche Lösungsideen kommen können. Also je heterogener diese Arbeitsgruppen zusammengesetzt sind, desto besser ist es. Und es ist auch immer die Frage, wer muss dabei sein und wer braucht nicht dabei sein. Also es geht darum, wen kann ich weglassen, ohne dass das Projekt Schaden nimmt. Und diese Fragen sind sozusagen Kernfragen, wie Führungskräfte Organisationsentwicklungsprozesse steuern. Also es geht nicht darum, selber die Idee zu haben und zu sagen, jetzt weiß ich's, so machen wir es und so ist es viel gescheiter und ich erkläre euch das jetzt, warum das vernünftig ist. Das ist intuitiv das, was Führungskräfte gerne machen und das funktioniert aber nicht. Also ich darf gar nicht selber beginnen, mir zu überlegen, was die beste Lösung wäre, weil wenn ich die schon im Kopf habe, dann sind alle möglichen Lösungen, die vielleicht anders oder besser wären, nicht mehr denkbar quasi. Und wenn ich gar nicht den Anspruch an mich stelle, als Führungskraft, die Lösung selber zu haben, sondern wenn ich den Anspruch stelle, Prozesse in Gang zu setzen, die zu einer Erarbeitung und Umsetzung einer Lösung führen, dann habe ich den richtigen Track sozusagen ausgewählt, auf dem ich bis zu einer Umsetzung von OE Prozessen, von OE Lösungen kommen kann. Und dabei ist eben die Art, wie das gemacht wird, die Architektur, wie dieser ganze Prozess aufgebaut ist, wie sich der Prozess im Laufe dessen er sich entfaltet, auch wieder verändert. Also wir haben eine Architektur, da ist festgelegt, wer wann mit wem bis wann zu welchem Thema Lösungen erarbeiten soll. Dann wird das wieder berichtet in einem Zwischenplenum oder an ein Sounding Board, das dann Rückmeldungen gibt, das sozusagen Lösungen quasi hinterfragt und abklopft auf sozusagen Stolperstellen oder Sollbruchstellen, wo man dann sagt, da müsst ihr aufpassen oder das kann sein, dass nicht so gut funktioniert oder habt ihr euch das schon genau überlegt. Also es werden die Ideen werden dann immer wieder zurückgespielt an diese Projektgruppe. Man versucht das weiter zu verfeinern. Das ist alles Architektur und diese Architektur, die gestalten Führungskräfte nach und parallel mit Beratung durch externe Fachkräfte, die sozusagen das Know-how haben, wie man das aufbaut. Und die Führungskraft bringt sozusagen das Wissen um die Organisation mit. Und daraus entsteht dieser Ablauf, der sich dann im Laufe der Entwicklung auch immer wieder verändern kann, weil wir am Anfang
nicht wissen, wie weit wir mit diesem Projekt oder mit dieser Architektur kommen. Und wenn wir sehen, da sind noch zusätzliche Architekturelemente notwendig, da braucht es noch Arbeitskreise, da braucht es noch dies oder jenes, dann müssen wir das ändern und bauen sozusagen die Architektur während des Ablaufs des Prozesses immer wieder aus oder nach und justieren nach. So, das ist die Architektur. Das ist eine ganz wesentliche Möglichkeit, in einen Entwicklungsprozess zu intervenieren. Und das ist Aufgabe von Führungskräften. Und der zweite Aspekt, auch eine wichtige Möglichkeit zu intervenieren, das ist das Design von Architekturelementen. Da geht es darum, wie zum Beispiel ein Kick-off-Meeting aufgebaut wird, wer einlädt, wer dabei ist, wer spricht, wer eingeladen ist, wie ist die Sitzordnung, gibt es einen Flipchart, wird ein Video gemacht, wie wird darüber berichtet in der ganzen Organisation und, und. Das nennt man alles Design. Und auch diese Entscheidungen sind höchst erfolgsrelevant oder misserfolgsrelevant. Und das ist auch Aufgabe von Führungskräften. Nicht Aufgabe von Führungskräften ist, sich in den Lösungsprozess einzumischen. Also es ist von Führungskräften gar nicht verlangt und wird nicht erwartet, zumindest nicht im Rahmen der systemischen Organisationsentwicklung, dass Führungskräfte sich einbringen, wenn es um die Entwicklung und die Ausarbeitung einer Lösung geht. Führungskräfte sollen sich da nicht einmischen und wenn es wirklich so sein sollte, dass ganz am Schluss, wenn sozusagen alle Lösungsideen am Tisch liegen und die Führungskraft hat noch eine Idee, die noch nicht schon am Tisch liegt oder noch nicht erwähnt wurde, dann kann sie die auch noch dazugeben, aber nicht vorher. Und erfahrungsgemäß kommen die besten Ideen von den Mitarbeitenden und es kommen viel mehr, viel unterschiedlichere Ideen. Es gibt einen großen Blumenstrauß an Ideen, wenn man die Menschen gestalten lässt. Und der Vorteil, wenn man nicht vorher schon sich selber überlegt hat, wo es hingehen soll, ist, dass die Mitarbeiter wirklich das Gefühl haben, sie können den ganzen Prozess mitgestalten und das macht einen wesentlichen Unterschied für die Motivation von Mitarbeitenden und für die Bereitschaft, in einem OE-Prozess sich zu beteiligen und mitzuarbeiten. Soweit ganz kurz meine Überlegungen zu der Verantwortlichkeit von Führungskräften und wie Führungskräfte im Organisationsentwicklungsprozess steuern. Und natürlich müssen sie dann, wenn Ideen entwickelt sind, müssen sie dazwischen immer wieder Entscheidungen treffen. Also das sollen sie schon tun. Sie sollen entscheiden, gehen wir mehr in Richtung der Lösung A oder gehen wir mehr in Richtung der Lösung B, wenn es unterschiedliche Lösungsvarianten gibt, die sozusagen strategisch abgewogen werden müssen. Und letztlich muss dann in einer Situation, wo man es nicht genau weiß, ja, Entscheidungen sind immer unentscheidbare Situationen, weil man es eben nicht ausrechnen kann, weil vieles von der Zukunft abhängig ist, die man nicht kennt. Und um diese Unsicherheit zu reduzieren, müssen Entscheidungen getroffen werden. Und das ist wieder Aufgabe von Führungskräften. Soweit meine Überlegungen. Es würde mich freuen, wenn ihr, nachdem ihr das Video gesehen habt, wenn ihr mir im Forum Feedback zu diesem Video gebt, damit ich auch einen Eindruck habe, ob das, was und wie ich es erzählt habe, so verständlich ist und ob es noch Fragen gibt dazu. Also vielen Dank für ein kurzes Feedback im Forum ganz oben, wo das jeweilige Video dann gepostet wird. Würde mich freuen.